Scheiße, das war falsch. Ich habe X gedrückt wegen Dark Souls. Nein, komm schon. Das wird immer weniger. Komm schon. Och, Alter. Jetzt habe ich in der Ecke festgesteckt. Och, Mann. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ach, der schlechteste Lords of the Fallen Spieler der Welt. Unfassbar. Ja, ich habe übrigens Dark Souls durchgespielt. Unglaublich, oder? Hallihallo, ihr habt wieder richtig eingeschaltet zu einer weiteren Ausgabe Blind durchgezockt. Diesmal mit dem nächsten oder auch zweiten Part von Lords of the Fallen, dem Dark Souls Clone, schimpfe ich es jetzt einfach mal. Oh Gott, ich höre schon den Hate auf mich niederprasseln. Und ja, wir springen im besten Fall gleich ins Spiel, denn die Ladezeit ist nämlich schon vorbei. Und da ist er, unser Hakin, hieß er, glaube ich. Und wir sind perfekterweise an dem Punkt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, ja, das hatten wir schon. Sehr gut. Und da checken wir doch jetzt einfach mal aus, was es hier so Schönes zum Upgraden gibt. Charakterentwicklung. So, da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn Schönes? Momentane Erfahrung 1870. Ja, gucken wir uns vielleicht doch erstmal das Inventar hier an. Versiegelte Rune Klein. Versiegelte Rune Klein. Mal gucken, was das macht. Eine kleine Brocken-Runenmaterial. Das Material resoniert mit einer bestimmten oder mit einem bestimmten Runensymbol. Und nur ein geschickter Runenschmied kann seine Effekte enthüllen. Mhm. Ein riesiger Brocken-Runenmaterial. Das Material resoniert mit einem bestimmten Blablabla. Geschickter Runen kann. Ja, okay. Aha. Gut, was haben wir hier noch? Heiltränke 6 von 6. Stell deine Gesundheit wieder her. Manche nennen ihn den Witwennachttrunk, da er Trauernde in heulende Todesfeen verwandelt. Oho. Andere nennen ihn Teufelsfusel, da er bei denen von schwachem Geiste unsagbare Nachwirkungen hat. Krieger im Kampf nennen ihn jedoch den Erlöser. Er zwingt das Herz doppelt so schnell zu schlagen und die doppelte Menge Adrenalin zu pumpen. Er heilt körperliche und geistige Verletzungen, setzt ihn weise ein. Auf dem Schlachtfeld gilt er als flüssiges Gold. Energiesplitter. Die Vitalität des Kuriers, angeblich stärkt er den Körper seines Benutzers für eine kurze Zeit. Ach so, ein Buff, okay. Füllt sich... Was? Kurzer Zeit fühlt sich sicher... Sicher? Was? Fühlt dieser sich? Ach so, als hätte er mehr Energie. Der Splitter prickelt sanft und pulsiert in deiner Hand. So, als ob die darin verborgene Energie sogleich herausplatzen und ihr volles Potenzial entfalten würde. Geisterruf Splitter. Dieser Splitter wirkt unnatürlich. Du wirst dieses Gefühl nicht los, dass dich etwas im Inneren des Splitters beobachtet. Dabei ist es dein eigenes Gesicht. Der zentrale Kristall scheint aus Nebel oder Wolken gewirkt zu sein. Bei Berührung prickelt es in deinen Fingern. Du kannst seine Anwesenheit spüren, so als ob er Teil deines Körpers wäre. Phantomempfinden eines Gliedes, das du nie hättest. Gibt mir jetzt nicht wirklich einen Aufschluss darauf, was das macht. Mhm. Feuerwiderstand. Okay, ist wahrscheinlich ein Buff gegen Feuer. Achso, hier steht's ja. Gott, hier steht's doch ganz groß. Bringe deinen Geist und dessen gespeicherte EP sofort zurück. Okay. Erhöht deinen Feuerwiderstand für 30 Sekunden. Mhm. Sind Flammen im Inneren, blablabla. Und sagen, ja, das ist. Die Lore ist jetzt, glaube ich, erstmal egal. So, dann haben wir hier Waffen. Kann ich kurz dazu sagen, ich habe jetzt hier schon so ein paar von den. Von den schicken Waffen aus dem DLC-Paket. Aber die werde ich natürlich nicht verwenden hier. Kann ich denn das vergleichen? Geschicklichkeitsskalierung. Naja, guck mal, hier so wirklich viel krasser ist der auch nicht. Beständigkeit. Ach ja, und das ist das Ding, was wir von dem Boss gekriegt haben. Physischer Schaden minus 3, okay. Stärkeanforderung 15. Ah, alles klar. Erstmal hier durch das Menü hier durchkommen. Was haben wir hier? Schöne Schilder. Das Faustschild und das Löwenkopfschild. Das ist auch aus dem DLC-Pack. Okay.
Handschuhe, Beine, Mut, schwere Rüstung. Ja, das müsste auch alles, genau, das ist auch alles hier aus dem DLC-Pack, diese Mutrüstung. Aha. Schmuck haben wir nicht. Questgegenstände haben wir auch nicht. Okay, so schlimm ist das ja gar nicht. Überlieferung, was ist denn das? Ah. Ah, okay, das sind diese Dinger, die wir sammeln können. Hier die Schriftrollen, die Audio-Logs, wie auch immer. Und was haben wir denn hier schönes? Prügel, Trost, Täuschung. Das ist generell unser Charakterattribut. Und hier könnten wir uns verstärken. Ah, ja. Ich verstehe es aber noch nicht so wirklich. Was haben wir denn hier? L2 ist Erfahrungspunkte aufbewahren. Für Attributpunkte. Ey, Leute, ich raff das nicht. So. Stärke. Schaden geht da hoch. Gesundheit geht hier hoch. Schaden und Magie geht hier hoch. Ausdauer, Energie und maximale Rüstungsgewicht. Ach, okay, es gibt auch Rüstung. Geschicklichkeit und dann gibt es noch Glück. Aha. Hm. Ich weiß es nicht so wirklich. Eigentlich waren wir doch ziemlich geil, hä? Hallo? Geht nicht? Okay. Hä? Trophäe allen. Tributpunkte 1. Ah! Okay, ah, ich verstehe, ich verstehe. Also auf jeden Fall ein bisschen unübersichtlich. Hm. So. Machen wir mal 2 Punkte hoch und den Rest, den behalten wir mal noch. So. So, alle Schilde bieten dir besondere Einsatzmöglichkeiten, die du mit L2 nutzt. Mit kleinen Faustschilden kannst du Angriffe parieren und anschließend einen kritischen Treffer landen. So, und jetzt müssen wir Kaslo finden. Kaslo? Kaslo! Oh, hier, guck mal. Bam, 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 bam. Yeah, keine Bank ist vor uns sicher. Wir rennen einfach durch alle durch. Yeah. So, hier kam der Dude durch. Wo ist denn jetzt Kaslo? Hm. So, hier? Kaslo. Hallo. Scheiße, wo hat er denn hingeschleudert? Finde Kaslo. Hm. Müssen wir wieder zurück? Achso, doch, hier geht's weiter. Mir fällt aber gerade noch was auf. Es gab doch noch dieses Herausforderungsdings. Habe ich im letzten Part kurz erklärt. Da werden wir jetzt nochmal hingehen. Oh, und die Feinde respawnen. Cooles Ding. Jetzt versuchen wir mal hier so einen Konter zu machen. Geil. Haben wir voll weggekontert. Okay. Trank. Scheiße. Ich will den mal blocken. Nein! Tot. Das ist ja wieder ein super guter Auftakt. Das ist mein Nemesis-Gegner, der Typ. Wenn du dir, was? Wenn du dir wiederholen willst, was du bei deinem Tod verloren hast, begib dich dorthin, wo du gestorben bist. Der Geist deiner irdischen Hülle erwartet dich dort mit deiner Erfahrung. Allerdings nicht für immer. Achte auf das Geistsymbol auf dem Bildschirm, das dir verrät, wie viel Zeit bis zu einem Verschwinden noch bleibt. Tipp, es bringt dir noch weitere Vorteile, deine Erfahrung schnell zurückzuholen. Ah, hier, guck mal, dort unten. Das nimmt tatsächlich immer mehr ab. Ach du Scheiße.
Scheiße, das war falsch. Ich habe X gedrückt wegen Dark Souls. Nein, komm schon. Das wird immer weniger. Komm schon. Och, Alter. Jetzt habe ich in der Ecke festgesteckt. Och, Mann. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ach, der schlechteste Lords of the Fallen Spieler der Welt. Unfassbar. Ja, ich habe übrigens Dark Souls durchgespielt. Unglaublich, oder? So, jetzt schnell hier, holen wir uns das. Zack. Und jetzt machen wir den fertig. Ich will jetzt mal das Kontern schaffen. Ah, geil, das war's. Bitch. So, okay. Oh. Sehr gut. Mit jedem Sieg in Folge erhöht sich deine Chance auf bessere Beute sowie die gewonnene Erfahrungsmenge. Dieser Wert wird dir jedoch zurückgesetzt, sobald du das Spiel speicherst oder stirbst. Du kannst auf Nummer sicher gehen, indem du deine Erfahrung an Speicherpunkt-Splittern ausgibst, oder du kannst viel wagen, um viel zu gewinnen. Das ist cool gemacht, ja? Sowas gibt's ja bei Dark Souls halt nicht. Huh. So, jetzt. Yes. Ja, und da seht ihr, bei der gewonnenen Erfahrung kommt dann immer so ein kleiner Multiplikator. Yeah. Super cool. So, den holen wir uns jetzt. Zack. Das fetzt schon. Das Kampfsystem ist geil. Also auf jeden Fall, wie ich finde, sogar noch ein bisschen smoother als in dem Dark Souls. So, und da haben wir noch einen Feind, der sieht uns wieder nicht. Zack! Jawohl! Ja, Tatsache! Geil! Da bin ich mal gespannt, aber ich weiß, hier oben ist noch ein Gegner. Oh, fuck it! Nein. Schnell trinken, Schluck. So, jetzt. Och Mann. Ganz schön heftig. Nein. Tränkenschluck. Boah. Ich hab den beim ersten Mal so easy fertig gemacht. Also jetzt nicht ganz am Anfang vom Tutorial, sondern wo ich zum ersten Mal hier bei dem war. So, betreten. Bin ich mal gespannt. Finde Kaslo, bevor es zu spät ist. Was ist jetzt? Ah, guck mal, hier sind Truhen. Cool.
Ein treuer Anhänger. Und eine leere Flasche. Yeah. Mehr Flakons. Bollwerk-Drachenschild und Geisterruf-Splitter. Magiesplitter, versiegelte Rune und ein Energiesplitter. Okay, cool. Checken wir doch mal gleich aus hier. Magiesplitter, ja okay, das hat man neu beides. Magiesplitter, erhöht deine Magieregeneration für 30 Sekunden. Super. Oh. Neue Waffe gab es ja nicht, nee, aber es gab einen neuen Schild und zwar den Bollwerk. Cool. Ziemlich geiles Teil. Wie ging das? Details? Hier. Stärkeanforderung 14. Na gut, erfüllen wir nicht. Aber wir hatten doch hier genau noch einen treuen Anhänger. Was steht denn hier? Schmuck. Ausrüstung eines Akolyten, wie sie früher bei der alten Bruderschaft des Nordens weit verbreitet war. Man glaubte, das Amulett habe ihre Zauberkraft regeneriert. Aha, also wahrscheinlich ein Zauberkraft-Regenerations-Ding. Das ist ja cool, da steht es nämlich tatsächlich nicht da. Das gefällt mir. Steht hier eigentlich was da zu den Dingern? Standardausrüstung. Oh ne, die haben keine Bezeichnung. Das ist schade. Aber okay, das ist ja auch das absolute Dark Souls-Feature. So. Es gibt drei Bewegungsgeschwindigkeiten, die vom Gewicht deiner Ausrüstung abhängig. Für die höchste Geschwindigkeit solltest du höchstens ein Viertel des möglichen Ausrüstungsgewichts ausnutzen. Okay. Drei Stück, also Fast Roll, mittlere Rolle und Fat Roll. Also Dark Souls. Yeah. Oh, what? Sind die wieder da? Ach du Heiliger. Halleluja, da darf ich ja jetzt mein Glück nochmal gegen den PD versuchen. Yeah, voll hinten. Zack. So einfach machen wir es dir nicht, Digga. Tschu. So, jetzt probieren wir den nochmal. Yes. Na gut, so langsam komme ich rein ins Spiel. So, ich wollte jetzt nochmal hier drüben gucken, ob wir jetzt die Tür hier öffnen können. Warum eben, warum auch immer. So, wunderschön, wie ich sehe, in diesem Part gar nichts geschafft. Ey, ja, der zerplatzt immer mehr, oder? Umso öfter wir da dran speichern. Das ist ja ulkig. Ah, hat ein paar echt eigene Mechaniken, das Spiel. Finde ich cool. Nordflügel. Überraschung. Es gibt viele Möglichkeiten, erhöhten Schaden zu verursachen. Ein Überraschungsangriff ist eine davon. Nähere dich dem Verseuchten langsam und leise, indem du leicht nach vorne bewegst. Drücke Kreis, falls du keinen Hinweis benötigst. So viel dazu. Ja, das war hier halt dieser Schleichangriff von hinten. Habe ich jetzt gerade verkackt, aber ich weiß ja, wie die funktionieren. Lalalala. Und zwar zeige ich euch das jetzt nochmal. So.
Huah. Super cool. Und da haben wir ein neues Journal. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nur als die Richter bekannt waren, für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Doch sie sind im Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Und nur eine unirdische Kraft könnte es herausreißen. Oh, Entschuldigung. Wir haben gerade eine neue Rüstung aufgesammelt. Aber ich habe schon gelesen, hier, das ist eine Kriegerrüstung, die ganz schön schwer ist. Ja. Brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt geht's hier unten lang und hier rüber. Wir gehen erstmal hier rüber. Und immer schön alles zerrollen. Huh. So, da geht's an. Geht's irgendwo hin? Nö, hä? Oh. Immer weiter runter. Was genau waren die Herrscher? Sie besaßen Macht jenseits unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gott blind. Wer auch immer versuchte, mit ihnen zu reden oder zu verhandeln, scheiterte. Die Herrscher waren nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen. Zack. Oh, hier gibt es so viel Loot, das gefällt mir. Ah, hier, jetzt haben wir auch die Kleriker-Rüstung gefunden. Okay, also man kann sich anscheinend hier wirklich am Anfang halt lediglich die Startausrüstung aussuchen und dann kann man eh so skillen, wie man lustig ist, wie ich das jetzt verstanden habe. Also würde ich jetzt mal annehmen, das ist halt doch wieder wie in Dark Souls, da hat man ja am Anfang auch die Option, sich einen Charakter auszusuchen. Hallo. Erstmal orientieren wir uns hier. Yes. Das war's, ey. Nichts. Irgendwas macht hier noch. Was? Achte genau auf deine Umgebung. Es gibt viele verschiedene Wege, wie Räume für achtlose Menschen. Mhm. Oh, Kuckuck. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas, wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Erstmal machen wir die Truhe hier auf. Zack. Ein Mönchsstab. Endlich. Und das sieht doch wie eine verdächtige Wand aus. Oder auch nicht. Meinten die jetzt das mit Geheimnis hier? Also sprich, weil was anderes kann ich ja nicht wirklich machen, ha? Hm. Naja gut, dann gehen wir einfach weiter. Keine Ahnung.
Er ist ja wirklich nichts weiter, hä? Ich sehe zumindest nichts. Gut, also weiter geht's. Harkin dürstet nach Blut. Er will alle wegschnetzeln. Achso, jetzt gehen wir hier irgendwie irgendwo raus. Schwere Angriffe sind langsamer und verbrauchen mehr Energie als schnelle Angriffe, verursachen aber auch mehr Schaden und treffen aus einer anderen Entfernung oder Winkel, was einen großen Unterschied macht. Einen schweren Angriff führst du mit R2 aus. Cool. Also gefällt mir sehr gut das Spiel. Ist ja auch hier momentan nur das erste Level. Mal gucken, ob das auf dem Niveau bleibt. Ist da natürlich auch noch die große Frage. Oh, jetzt sind wir mal draußen. Cool. Cool. Ja, ist dann die große Frage, ob wir auch, hier ist ein, in Anführungsstrichen, Leuchtfeuer. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, bezüglich der Bosskämpfe. Ob die halt eben auch unterschiedlich sind. Oder ob das jetzt alles nur dieses sinnlose Gesurrounde ist, wie zuletzt in Dark Souls 2. Wo man hauptsächlich immer die gleichen Feinde hatte. Und zack. Oh Gott. Schnell weg. Und ein Trank. Schwupp. Oh nein, 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 nein. So, jetzt können wir uns dem Dicken hier widmen. Hallo, warum hat der den jetzt gelockt? Entlockt. Zack. Oh, 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 oh. Yes. So muss das laufen. Hey, helft mir! Helft mir bitte! Öffne das Tor! Ist er das? Nee, das ist ein anderer, hä? Hier steht ein Bäumchen rum. Ein hübsches Bäumchen ist das. Ja, und grafisch sieht das doch echt lecker aus, das Spiel. Da kann man doch nichts sagen. Bin ich mal gespannt, ob es hier auch diese unsichtbaren Wände gibt. Wir verstecken uns erstmal im Dickicht. Im Dschungel. Oh, ein neuer Gegner. Oh. Shit. Hm. Ja, dadurch, dass ich das Spiel wirklich ein bisschen anders spielt als Dark Souls, bin ich halt auch wirklich sehr, sehr unvorsichtig. Oh. Ja, gesagt, getan, ne? Habt ihr gesehen? Scheiße, jetzt muss ich schnell dorthin kommen, sonst ist unsere Erfahrung bald weg. So, holen wir uns mal fix hier oben.
Oh! Scheiße. Super, jetzt habe ich mir zur Aufgabe gemacht, gegen zwei zu kämpfen. Wo kommt denn der schon wieder her? Achso, der war noch gar nicht tot. Hm. Boah, der ist schnell, der Typ. Yes. Und den holen wir uns auch noch mit dem Super Backstab. Zack, zack, zack. So nicht. So, was ist das jetzt? Magische Runen sind äußerst geheimnisvoll. Bevor du sie bei den Herstellern oder Modifikationen von Gegenständen verwenden kannst, brauchst du Hilfe, um ihren Schutzsiegel zu brechen. Doch, super, jetzt ist es weg. Du kannst nicht nur einen Verbrauchsgegenstand benutzen, indem du Viereck gedrückt hältst, sondern auch durch ein kurzes Drücken von Viereck zwischen deinen wichtigsten Gegenständen wechseln. Öffne dein Inventar, um deine Favoriten festzulegen. Begrenze die Anzahl deiner Favoriten, um in schwierigen Kampfsituationen zu bestehen. Ja, logisch. Zack. Oh, cool. Und das sieht so aus, wie als kann man da überall noch hin. Ja, doch, guck mal, da stehen nämlich überall Feinde. Ah, das sieht so aus, wie als wird mir das Spiel ganz, ganz, ganz viel Spaß machen. Ich bin jetzt schon absolut angefixt. So, gehen wir mal hier hoch. Da war doch noch so ein Pidi. Na, was läuft, Digga? Zack. Oh, fett. So, und von hinten. Und zack, weg und... Oh, fuck, da hat unsere Verteidigung durchbrochen. Und da haben wir ihn vernichtet. Na, das passiert halt, wenn du dich mit dem Be a Dudes anlegst. Und da haben wir noch einen wunderschönen Schalter, den drücken wir doch mal. Oh, und das ist doch meine... wie nennt man's? Skybox. Wenn ich mir da das graue Gematsche in Dark Souls angucke, aber okay. Muss man natürlich auch sagen, das hier ist ja Next Gen. So, und hier drüben haben wir wahrscheinlich das Schalter schon vergessen. Ja, da ist er. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Spiel erinnert mich vom Artdesign irgendwie ziemlich krass an Darksiders. So, mit dem Typen reden wir jetzt mal noch nicht. Das machen wir in dem nächsten Teil. Ich gehe hier zum Speicherpunkt. Und dann kommen wir hier leider erstmal zum Ende. Wenn euch der Part gefallen hat, meine unfassbaren Fails, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den nächsten Part sehen wollt, dann verpasst keinen, indem ihr ein Abo dalasst. Genug geworben. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich bin's, euer Be a Dude. Bis zum nächsten Mal. Macht a Dude.